So, wir sind zurück bei meinem Lieblingsspiel. Ach, die Musik begrüßt uns gleich wieder so schön. Der Klang der Bitterküste, würde ich sagen. So, was hatten wir jetzt letztes vor? Ich würde sagen, wir müssen erstmal rasten, genau. Und jetzt, ich glaube, wir mussten zur Eiermine, wenn ich richtig liege. Eiermine, exakt. Okay, da weiß ich sogar noch, wo die ist. Von früher. Ah ja, ich freue mich, wenn ich Zauber habe, um schneller zu laufen oder sonstiges. Oder wenn ich diese, wie heißen die, 7 Meilen-Schuhe, kann es sein? Mit denen man 100% Blindheit erhält, aber trotzdem sauschnell ist. Die fand ich immer saugeil und man konnte mit der Minimap eh immer sehen, wo man hinläuft, also ich zumindest. Und hatte kein Problem damit, dass ich nix sehe. Ich glaube, da ist die Eiermine schon. Fragen wir mal die 2 Kollegen hier. Aber ich glaube schon, wenn ich mich recht erinnere. So. Eierdiebe. Ja, wir sind hier richtig. Woher stammt ihr? Habt ihr etwas zu Geht sagen? dich gar nichts an. Mit blöden Waldelfen rede ich nicht. So, bei der Schulkeiermine. Angekommen. Wir ziehen unser Schwert. Eigentlich braucht man das Schwert noch nicht ziehen. Oh, anscheinend doch. Ah, was? Wieso kann so ein Wurm einen Hieb von meinem Langschwert aushalten? Halte ich für utopisch. Und echt eine ziemlich starke Fähigkeit dafür, dass sie auch so klein und unbedeutend eigentlich sind. Wie heißt denn die Skrip? Kann es sein? Oder Skurk? Nee, Skrip, ja. So, müssen wir hier lang? Schürflage. Ich glaube, wir sind richtig. Ich glaube, wir sind richtig. So, aua. Erzählt mir eure Geschichte. Fragen wir noch mal kurz nach. Eierdiebe. Wir verrichten einfach unsere Arbeit. Ich glaube, dafür mögen die uns nicht genug. Keine guten Leute. Sie können sich überall in der Mine aufhalten. Der sagt uns schon mal mehr auf Könnt jeden ihr eure Fall. Fragen kurz Mit dem beantworten? Waldelf rede ich eh nicht. So, wie sieht es mit dem Level aus? 8 von 10. Akrobatik, Akrobatik. 77 von 100. Ja, das kriegen wir hin. Boss! Ah, ich dachte, die greifen mich jetzt alle an, weil dieses Skript irgendwie zur Eiermine gehört. Aber du. Du. Ich weiß, wer du bist. Hier kommen die netten Skripts. Komm, ich will ja eh Zerstörung skillen. Hamas. Ganz klare Sache. So, dann schauen wir mal hier nach, ob wir die Eierdiebe antreffen. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Okay. Feuerball. Es juckt ihn nicht. Es juckt ihn nicht sehr. Shit. Mach ich bitte mehr Damage mit dem Schwert. Ja. Das sieht schon besser aus. Dann hebe ich die Magikaliber auf für Heilung. Komm. Ah, letzter Hit. Komm. Yeah. Dein Freund ist tot. Gib einfach auf. Ich lass dich vielleicht leben. Nee, lass ich eh nicht. Und noch ein Stich. Ah, fast. Komm, Feuer, bis geht noch mal. Ah, ich riskiere es lieber nicht. Komm. Jetzt. Ja. So, sind es jetzt beide? Zurück. Ah, Sevilo und Dainile. Sevilo und Dainile, da haben wir die beiden. So, das Quarma-Ei. Nee, das ist zu schwer dafür, dass ich es mitnehme, muss ich ehrlich sein. Dann chillen wir nochmal und ich glaube, wir können. Ich weiß nicht, sollen wir uns nochmal umsehen, aber ich glaube, in der Eiermine finden wir nicht viel. Nee, eigentlich nicht. Das sind ja nur Eierdiebe. Und ich habe kein Interesse an Quarma-Eiern. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Rückweg. Oder hatten wir noch was anderes zu tun? Stehlen einmal, wenn sie tot sind. Okay, passt. Haben wir erledigt. Dann machen wir uns auf dem Rückweg nach Balmora und holen uns die Belohnung ab. Perfekt, da können wir auch gleich mal Level up skillen. Skill mal Stärke. Willenskraft, Widerstandskraft gegenüber Magie und eure maximale Ausdauer. Ausdauer haben wir genug. Schnelligkeit brauche ich auf jeden Fall, weil wir laufen viel zu langsam. Geschicklichkeit. Dann nehme ich nochmal Geschicklichkeit. Oder bin ich eigentlich zufrieden damit? Genau.
Ah ja, schön. Einfach allein dieses Intro. Also dieser Soundtrack ist ja fürs Intro da und Nostalgie. Sprecht ruhig. Ich bin mir sicher, die Nostalgie blendet mich ein bisschen. In Ordnung, ich höre. Ich glaube, Morrowind ist nicht so gut, wie ich sehe. Aber trotzdem, es ist für mich einfach das beste Spiel. Und ich meine, wahren Wert hat das Spiel ja erst, wenn ich es als Kindheit Erinnerung habe und einfach in mein Herz geschlossen habe. Meine wahre Liebe. Ja. Das ist mal ein wahres Liebesgeständnis gegenüber einem Spiel. Was sagt man dazu? Ja. Spitzhacke, das Minenarbeit. Ich könnte mir nicht vorstellen, sowas zu essen. Ess doch gar nichts. Oder redest du von vom Essen deines Partners? Wenn, das ist schon ziemlich gemein. Ich kann mir nicht vorstellen, so einen Scheiß zu essen. Nicht sehr nett, der Herr. Nicht sehr nett. Ich glaube, ich nehme jetzt echt erstmal vor, die Kriegergilde durchzuspielen. Ich habe noch nie die Kriegergilde durchgespielt. Ich weiß, ist komisch, weil es eigentlich eine dieser grundlegenden Questreihen ist, die man immer durchspielt, aber nee. Muss ich mir jetzt mal vornehmen. Weil mich hat schon immer... Es gibt so eine Luke unten, oder ich glaube eine Türluke, die ist, glaube ich, mit dem Schwierigkeitsgrad 100 oder 90 versperrt und ich habe nie gewusst, was da ist. Noch nie. Ich habe mich auch nie reingecheatet oder so. Und das interessiert mich einfach. Vielleicht kommen wir als Guildenmeister da mal ran. Oder können irgendwie die Möglichkeit, es zu öffnen. Auch wenn es in dem Fall illegal ist, aber als Guildenmeister, warum sollten wir uns das nicht erlauben können? Und schon zurück in Balmora. Der Stadt, der Städte. Balmora ist eigentlich echt... Ah, ich wollte gerade M drücken. Weiß nicht, Balmora ist eigentlich echt die coolste Stadt. Und natürlich Zaydanin. Zaydanin? Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Ich nenne es einfach Zaydanin. Habe ich früher auch schon immer so genannt. Balmora ist einfach so die erste Stadt, in der man wirklich questet, in der man wirklich ankommt, das Spiel kennenlernt. Deswegen ist es einfach... Und es gibt auch viel in Balmora, so ist es nicht. So, Eierliebe sind död. Befehle wir im Auftrag. Ah, Telvanni-Agenten. In der Caldera-Mine. Okay, wie komme ich nach Caldera? Die Stelle um Morde. Wie komme ich nach Caldera? Ich glaube, südwestlich der Stadt Caldera. Hat sie irgendeine Anweisung für Caldera? Nee, hat sie nicht. Okay. Wir können bestimmt irgendeine Wache fragen. Ich bin mir nämlich nicht mehr ganz sicher, wo Caldera ist. Ich weiß, es ist nicht weit weg, aber keine Ahnung wo. Reparieren wir nochmal ganz kurz. Ja. Funktioniert echt oft. Aber wir haben auch nichts geskillt, also. Haben wir noch einen... Ja, wir haben sogar noch ein paar Hämmer. Okay. Was haben wir hier nochmal? Chamäleon. Können wir echt zwei Ringe tragen? Ja, können wir. Ja, warum nicht? Chamäleon kann man immer brauchen. So, dann frage ich hier auf dem Weg gleich nochmal eine Wache, wo denn jetzt Caldera liegt. Und dann machen wir uns an die Telvanni-Agenten ran. Dann machen wir die mal fertig hier. Hey, Kollege. Ihr sagt, dass ihr seid... Ah, nein, ich... Okay. Nee. Bestimmter Ort. Nee, da kommen wir nicht weit. Wenn ich mich recht entsinne, war es hier. Irgendwie hier circa. Also gehen wir einfach mal. Ich vertraue jetzt mal auf mein Morrowind-Wissen. Ja, das wird jetzt eine schöne Fußreise. Vor allem, wenn man meine schöne E-Taste die ganze Zeit im Hintergrund hört. Ich versuche es leise zu machen. Ich rutsche mal die Tastatur weiter hinter. Und dann sollte es nicht so auffallen. Ah, nee. Tut's gar nicht so. Akrobatik auf 37. Schön. Zerstörung auch bald. Langwaffe haben wir bald. Ich weiß nicht, funktioniert es, dass man die ganze Zeit Wohltat anwendet? Und dann rastet? Ich glaube, das geht. So können wir ein bisschen den ganzen Vorgang beschleunigen, dass wir uns an, wie heißt das zweite DLC nochmal? Da, wo man nach Gramfeste kommt. Ich nenne es Mournhold. Ich meine, auf Deutsch ist es Gramfeste und auf Englisch ist es Mournhold. Und was hört sich cooler an? Aber eigentlich kenne ich es auch als Gramfeste. Ich glaube, ich bleib doch bei Gramfeste. So,
So skillen wir jetzt eigentlich. 23, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Shit, gleich 2. Überraschungsangriff. Und ich kann nicht treffen. Shit. Aber wir hitten gut. Wir machen gut Damage mit unserem Schwert. 2 Schläge genügen für... Das könnt ihr schon. Komm, dann skillen wir lieber mit Zerstörung. Ah, da ist jemand. Ah, da ist ja ein Schild. Pelagiat? Caldera. In die Richtung. Ah, ich hatte recht. Ich hatte recht. Aber dann schauen wir erstmal, wer da oben Hilfe braucht. Oder Hilfe gebraucht hat. Ernil Omoran. Nachricht von Ernil. Eine Zia Skooma-Pfeife. Ich glaube, die Skooma-Pfeife, die nehme ich mal mit. Ich will sie verkaufen. Also, nicht für den Einbedarf. Zia, hier sind eure Sachen. Verzeiht, dass ich nicht bleiben und mit euch plaudern konnte. Aber ihr wisst ja, dass es für mich besser ist, nicht lange an einem Ort zu verweilen. Ernil. Okay, mehr Hinweis erhalten wir nicht. Oder vielleicht behalten wir einfach mal die Notiz. Schadet ja nicht. So, dann auf nach Caldera. Ich glaube, in Caldera erfahren wir leichter, wo die Caldera-Eierminen sind. Ah, der Sternenhimmel. Der sieht auch schon so gut aus. Und die Wolken, es sieht einfach... Ich schwärme die ganze Zeit von dem Spiel und ich wiederhole mich. Es tut mir leid, ich weiß, es ist nervig, aber... Ich liebe das Spiel so. Und endlich zurück zu sein. Der Soundtrack. Dann rasten wir mal und machen uns weiter mit unserem Skill. An unser Skill-Boosting. Da hinten haben wir noch einen Kollegen. Den Feuerballen wir mal weg. Ah, so mag ich das. Zerstörung. Jetzt habe ich immer noch nicht geschaut, ob das funktioniert. So. Dann schauen wir mal. Bis geheilt. Zerstörung haben wir 7. Dann wenden wir mal an. Jetzt haben wir 10. Es funktioniert. Entspannt. Immer 3. Boah, das kann sich ziehen. Das kann sich ziehen. Aber hey, wir haben ja Zeit. Während wir uns, wenn wir so eine Reise antreten, dann... Was soll ich sonst machen? Außer Unsinn reden. Ganzen Wildtiere, die man hier antrifft. Schlimm. So, dann sollen wir uns... Ah, der ist weg. Schade. Ich hätte ihn mir vorgenommen. Ja, dann treffen wir auch gleich den kleinen Kollegen. A.K.A. Skooma Addict. Nee, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Skeever? Nee, Skeever sind die geilen Ratten. Das ist völliger Unsinn. Wir werden es gleich sehen. Der hat einen ganz komischen Namen. Der hat gar keinen richtigen, glaube ich. Aber wir werden es gleich sehen. So, dann sind wir jetzt in Caldera. Auf der Karte ist es noch nicht eingezeichnet. Oder ist die zu klein? Als dass sie eingezeichnet wird. Jetzt, Caldera. So, ich glaube hier... Haus Gorak. Ja, das war ein Ork. Ja, genau. Da oben finden wir dann unseren zukünftigen Händler. Krieche. Ich grüße euch. Hatte doch ein richtig... Also relativ... Ja, es, ich will ja nicht gemein sein. Ich kaufe den Gegenstand nicht. Okay. An was könntest du noch Interesse haben? Ich will jetzt kein... Ich brauche die ganzen Seelensteine noch. Ich brauche die auf jeden Fall noch. Aber die billigen... schadet nicht, die zu besitzen. Schadet überhaupt nicht. Ja gut, dann bin ich erstmal so zufrieden. Was hast du denn sonst noch? Cerodilischer Weinbrand. Festigen. Ich bräuchte Wiederherstellungstränke. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Aber wir gehen ja jetzt nicht in Dungeons, wo uns... Es gibt so fiese Dungeons, in denen man verzaubert wird oder von einer Krankheit infiziert wird. Mit einer Krankheit infiziert wird, die ein dieser Attribute dauerhaft bzw. permanent reduziert. Und wenn man da keinen Trank dabei hat, kann es sein, dass du wirklich cheaten musst, um das Savegame nicht in die Tonne zu kloppen. Und das ist ärgerlich, das ist echt... Ja, Morrowind ist nichts für Pussys. Nur zu. Gut, die Caldera liegen südwestlich von Caldera. Es gibt... okay, was da gibt, interessiert uns eigentlich nicht, aber südwestlich von Caldera. Okay. Eine hier. Gut. Ja. Dann gehen wir hier raus und bewegen uns in die Richtung. Aber eigentlich sollte es ja einen offiziellen Weg geben. Aber wer geht schon den offiziellen Weg? Wir speichern und skillen weiter. Ich glaube, da ist es sogar schon. Wenn ich mich nicht täusche.
wenn ich mich recht erinnere, sind die Telvanni, sind jetzt die Telvanni-Spione ziemlich stark.